Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich zu meinem Kurs PHP 5 für Einsteiger. Wir sind mittlerweile schon in der 17. Lektion angelangt und werden uns dann hier um eine besondere Rechenmöglichkeit kümmern, das sogenannte Dekrementieren und Inkrementieren. Dekrementieren heißt eigentlich, dass man von einer Zahl 1 abzieht und inkrementieren in dem Fall hier mit dieser Schreibweise eben, dass man 1 dazu zählt. Und das schauen wir uns am besten hier wieder in einem Listing an. Wir haben wieder den PHP-Tag, der von der Zeile 1 bis zur Zeile 12 reicht. Dann haben wir hier eine Wertzuweisung, die Variable $a, da wird ein Wert von 100 zugewiesen. Und dann haben wir schon hier die Schreibweise, die ich noch hier verwiesen habe, plus plus und minus minus. Plus plus bewirkt, dass 1 dazu gezählt wird. Und das würde entsprechen a ist gleich a plus 1, also eigentlich $a ist gleich $a plus 1. Hier wird das Ganze nochmal durchgeführt, wenn wir uns das hier gleich anschauen. Wir fangen mit a an, es wird hier der Wert ausgegeben. Dann wird 1 dazugezählt, sind wir bei 101. Noch einmal 1 dazugezählt, ist 102. Dann haben wir das Gegenstück, es wird verringert um 1. Sind wir dann wieder in dem Fall bei 101. Und nochmal Abzug, sind wir wieder bei 100. Diese Schreibweise werden wir dann später nochmal sehen bei den sogenannten Schleifen. Da werden uns das Plus, Plus und Minus, Minus nochmal begegnen. Ja, versuche wiederum diese Aufgabenstellung hier unten zu lösen, dass du das gleich praktisch anwendest, was wir hier besprochen haben. Und von meiner Seite aus natürlich ein Danke für das Zuhören und Zuschauen. Danke.